Österreich gilt als typisches Wasserkraftland. Heute stehen rund 3.900 Kraftwerke an Österreichs Gewässern. Laut Studien sind rund 60 große und mittlere neue Wasserkraftwerke geplant. Viele davon betreffen ökologisch einzigartige Gewässer oder liegen sogar in Naturschutzgebieten. Energieunternehmen und Politiker argumentieren, dass ein Ausstieg aus der Atomkraft und fossiler Energie einen Ersatz braucht. Viele Politiker sehen daher im Ausbau der Wasserkraft die beste Lösung. Wir sehen uns als verantwortlich auch für die Nachwelt. Und da kann man nicht nur darüber schöne Worte reden, sondern die Quellen, die uns zur Verfügung stehen, und dazu zählt die Sonne und das Wasser, die wollen wir entsprechend nutzen. Denn Wasserkraft sei sauber und andere alternative Energien seien zwar wichtig, würden aber nicht reichen. Das Schlagwort Klimaschutz durch Wasserkraftausbau ist in der gegenwärtigen Situation eine grobe Irreführung aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, der Ausbau der Wasserkraft schreitet voran. Der Anteil der Wasserkraft an der Stromversorgung sinkt aber. Warum sinkt er? Weil der Stromverbrauch so rasch wächst. In der TIWAG-Zentrale in Innsbruck sieht man das anders. Die Wasserkraft hat eine große Vergangenheit, aber auch eine große Zukunft. Und man kann sagen, Wasserkraft, die Kraft, die stets nur Gutes schafft. Derzeit ist ein regelrechter Wettlauf um die letzten natürlichen Fließgewässerstrecken in Österreich entbrannt. Für die Naturschützer sind das aber besorgniserregende Entwicklungen, denn kein anderer Lebensraum ist so artenreich wie unsere Flusslandschaften. Nun existieren auch Pläne für die Nutzung der Esel. Sehr zum Ärger der Osttiroler Naturschützer wie Wolfgang Retter von Netzwerk Wasser Osttirol. Die Esel ist für mich der Herzfluss Osttirols und damit auch mein Herzfluss. Ein Fluss, wie er in den Alpen nicht mehr in dieser Form existiert. Dafür muss Österreich einstehen, dass wir einen solchen Fluss als alpenweiten Beispielsfluss erhalten. Energiewende ja, da sind wir dabei als WWF. Aber das darf nicht auf Kosten unserer Natur gehen, das darf nicht auf Kosten unserer Landschaft gehen, das darf nicht zum Aussterben von Arten führen. Das darf nicht unsere letzten Klammen, unsere Wasserfälle und unsere Bergseen betreffen. Denn dann ist das nicht ökologisch, dann würde der Umweltschutz auf Kosten des Naturschutzes gehen. Und das können wir eigentlich nicht verantworten. Weltweit sind derzeit rund 10.000 neue Großkraftwerke geplant oder in Bau. Davon betroffen sind nahezu alle Flussgebiete der Erde. Darunter auch der Amazonas, der größte Fluss der Welt. Dahinter stehen finanzkräftige Konzerne. Auch Österreichs Exportwirtschaft, wie die Firma Andritz, verdient an Kraftwerksprojekten wie diesem. Aber kann Österreich wirklich so etwas akzeptieren und damit verantwortlich sein für das Chaos, das hier geschaffen wird, für eine apokalyptische Katastrophe, die hier auf uns zukommt? Und wir bleiben drüben und verschränken die Hände und sagen, das geht uns dann nichts an, wir haben bereits das Geld bekommen. Na, so geht's nicht. Schon lange wird das große Know-how österreichischer Energieversorger und Baukonzerne exportiert. Mittlerweile sind die österreichischen Kraftwerksfirmen in aller Welt engagiert. Viele dieser Projekte sind heftig umstritten. Diese Leute denken natürlich nur im Wirtschaftlichen, was kann ich davon? Das ist der kollektive Egoismus. Es interessiert mich nicht, wenn Leute zugrunde gehen. Und mich interessiert das, wenn Leute zugrunde gehen. Da kann ich nicht einfach zuschauen, weil ich kenne nämlich die Leute, das sind für mich keine statistischen Zahlen. Ich kenne diese Leute persönlich, ich weiß, diese Familie wird darunter leiden. Ich weiß, diese Kinder werden keine Zukunft haben. Und ich kenne die Namen der Kinder, ich kenne die Namen der Eltern, ich kenne die Kinder, die in der Schulklasse drin sitzen. Die Leute drüben kennen die nicht. Ob im fernen Brasilien oder zu Hause. Österreich kommt als Wasserkraftland besondere Verantwortung bei der Errichtung von Kraftwerken zu. Vor allem im Lichte des Klimawandels müssen wir stärker auf die kostbare Ressource Wasser Acht geben, damit unsere letzten Fließgewässer nicht unter die Räder kommen.